Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mountain Blade Woburn. Ja, wir freuen uns drüber. Wir können nämlich demnächst hier einen kleinen Dorn in meinem Reich entfernen. Das habe ich zumindest vor. Nämlich diese schöne kleine Burg Senutskda. Das ist ein Name, an den ich mich erstmal gewöhnen muss. Oha. Der würde gerne darüber reisen, das lasse ich nicht zu. Denn je mehr Verteidiger da drin sind, umso schwieriger wird es, statt die Burg in dem Fall einzunehmen. Und dafür gibt es dann gleich eins auf die Mütze. Und wir haben sogar Verstärkung dabei, das heißt, wir können in Grund und Boden reiten, ohne uns sonderlich schwer anstrengen zu müssen. Ach, meine treue Kavallerie ist schon massivst auf dem Vormarsch. So, wunderbar, der erste hätten wir auch besiegt. Nehmen wir mal schnell ein paar Bogenschützen vor. Werden mit der Zeit lästig. Ja gut, das machen die anderen dann wieder. Dann lasse ich sie auch. Wenn sie mich schon vom Reiten ab, vom Bogenschützen abdrängen, dann können sie das Ganze auch übernehmen. Schon wieder so einer. Dann macht das selbst. Ist mir egal. Bin da ziemlich schmerzfrei. Wenn ihr meint, ihr müsst sie euch die Gegner schnappen und mich dabei vom Feind abdrängen. Bitte. Soll mir recht sein. Ah. Auch eine längere Reichweite. Ja, da kommen sie jetzt alle. Eingekreist, jetzt solltet ihr ihn eigentlich auch gleich haben. Also viel dazu. Halt ihn mal entgegen. Könnte ganz nützlich sein. Und ich habe ihn. Zumindest ein Pferd. Ach, es tut mir leid, Hotti. Arme Hotti Hü. Na gut, aber der Feind ist bezwungen. Das ist eins der wichtigsten Sachen gewesen und um den Rest kümmern wir uns später. Aha! Wir haben weitere Erfolge bei der Ausbildung. Und Müll. Müll, den könnt ihr behalten, das kann der andere mitnehmen. Der wird das bisschen Geld brauchen können. So, jetzt warten wir erstmal auf unsere Verstärkung. Oh ja. Und wiederum weise ich die Friedensangebote des Sultanats zurück. Und mit den restlichen werde ich jetzt einfach mal die Burg belagern. Ja, der Text könnte auch mal wieder verschwinden, damit ich lesen kann. Es geht um Leitern. Sehr schön. Das heißt, die Burg ist in kürzester Zeit unsere. Und ab in den Angriff, da fragen wir schon gar nicht mehr nach. Au, das ist Problem. So, ideale Position erreicht. Hier kommen die Bogenschützen hin. Und jetzt versuchen wir mal peu à peu jeden Feind hier auszuschalten. Kann mir mal einer erzählen, warum wir schon wieder Ziel Nummer 1 sind?
Verdammt. Nehmen wir das da zuerst. Oh, sehr schön. Und ganz schön viele Bogenschützen da oben. Das Problem, unsere Leute kommen noch nicht so ganz dran. Oh ja, das ist zu tief. Würde ich etwas höher schießen. So, genau so. Feind wird zurückgedrängt, das ist auch eine schöne Sache. Perfekt. Gut, wir müssen noch verstecken, zurückgreifen, das ist in Ordnung. Jetzt machen wir bitte durch. Dankeschön. Jetzt, wo ich nicht mehr angeschossen werde, ist es auch gleich ganz viel angenehmer, hier vorne rumzulaufen. Wow. Da oben ist ein unheimliches Gedränge. Ich frage mich, wann unsere Leute oben endlich diesen aufscheren werden. Nach links und rechts ausweichen. Also die Gegner können ja gar nicht mehr direkt press dran stehen. Zumindest von hier unten sieht es nicht so aus. Aber ich habe, glaube ich, gerade das Gefühl, wir haben eine ganz gute Position. Immer mal wieder den einen oder anderen auslöschen, der sich zu nah an die Mauer wagt. So, und du bist das nächste Opfer. Ah! Wir fahren da oben immer noch recht große Verluste. Das ist nicht gut. Und der hat was gegen mich. Aber jetzt nicht mehr. Ach Mensch, wieso haben die wieder Schilde? So. 2 Schuss in den Helm. Und der hat erst dann den Löffel abgegeben. Na nun komm, senk dein Schild. Da hat man schon mal eine Belagerungsarmbrust und kommt immer noch nicht durch die Waffen durch, durch die Schilde durch. Ach, ist ja furchtbar. Gut, machen wir es anders. Verändern wir doch einfach mal den Zielwinkel. Ist er. Gleich kommt er wohl noch mal. Nein, jetzt kommt ein anderer. War ja sowas von klar. Ja, was mache ich jetzt mit euch? Hier stecken leider keine Bolzen mehr drin, die ich noch benutzen könnte.
Oh. Verdammt. Wenn die wüssten, auf wen ich ziele, dann schleppt der Kerl sich entsprechend weg. Ja? Hab ich dich. Nein, hab ich doch nicht. das ist unglaublich. Oh, aber so kann es ganz gut funktionieren. Nein, der Feind kann ja auch gar nicht mehr so viel Verstärkung Power haben. Wir haben doch schon einiges. Hey! Einiges ausgelöscht. Das sollte eigentlich doch schon irgendwo in der Stellung drin sein. Und das ist schön. Jetzt holen sie endlich aus. Dickschädel. Ha! So, peu à peu können wir sie jetzt doch endlich ausknipsen. Was? So, das ist denen sein Schild. Ja, was mache ich jetzt mit euch? Ich weiß, da ich zu wenig Trefferpunkte habe, um das selbst zu erledigen, und ich gerade wieder beworfen werde, mir überhaupt nicht gefällt. Oh ja, genau in den Schuss reingelaufen. Dürfen meine Armbrustschützen und Bogenschützen das Ding stürmen. Und ich hingegen werde versuchen, ein wenig unterstützend einzugreifen. Ungefähr so. Ach, meine Verstärkung trifft ein. Hol sie wieder runter, die ganzen Bogenschützen, damit die normalen Nahkämpfer wieder durch können. Ah, scheint zu funktionieren. Ah, überwiegend sind sie aneinander vorbeigekommen. Das klappt nicht oft. Oh je, ich schleppe demnächst ganz schön viele Verwundete in meiner Gegend rum, durch die Gegend hier. Ja, der Feind hat wohl auch aufgestockt, was die Reserven hat er wahrscheinlich reingeschickt, was das Ganze angeht. Jetzt kämen unsere Leute da oben eigentlich voran, weil es war keiner mehr da. Es war keiner mehr da.
Ja, schon wieder neue Feinde sind eingetroffen. Ja, wir werden da um den Brückenkopf einfach nicht schlagen können. Da ist ja Kleti. Hat nichts mehr zum Werfen, deshalb läuft sie nach oben und versucht mitzukämpfen. Ich werde jetzt nicht auf laufende Feinde schießen, weil ich habe schon genug Probleme gehabt, die Stehenden anzugreifen. Hier ist schon nicht getroffen. Kann es nicht bleiben, wenn die Schilde haben und ich deshalb nicht mehr durchkomme. Mist. Na gut, was soll's. Wir haben ja relativ kurzzeitige Angriffsmöglichkeiten. Oh, und es sind nur noch 29 circa drin. Also, Mauern vorbereiten, Leitern vorbereiten für die Mauern. Kommt noch mehr Verstärkung hinzu. Und wir greifen an. Die paar Leute werden wir jetzt auch so schaffen. Ich darf nicht mal als erstes laufen. Werde ich schon wieder beschossen, das ist uncool. So, wen haben wir denn da? Na, machen wir erstmal die hier weg. Nein! So, jetzt aber. Wieder viel zu großer Verlust. Dabei müssen wir eigentlich nur noch 30 Mann niedermetzeln. Und schon hätten wir gewonnen. Sehr schön. Etwas ungünstig. So, jetzt habe ich dich. Nein, immer noch nicht. Ich habe auch ein ganz beschissenes Timing, was den hier angeht. Ein wirklich bescheidenes. Und komm. Habe ich dich. Dieser Strolch wollte mich hier die ganze Zeit vorführen. Hat auch ganz schön gut geschafft. So, ich glaube, der Kampf ist vorbei. Dann dürfte jetzt eigentlich nichts mehr stehen, was auf mich schießt. Da nicht. Da nicht. Und die paar Soldaten, die hier noch Gegenwehr leisten, sollten eigentlich auch kein Problem mehr darstellen. Na gut. So. Muss man die ganze Arbeit noch selber machen. Na gut. Okay, wir nehmen den Bauern mit. Wir haben genug Platz für alle. Also für alle sinnvollen. Und für ein paar Unsinnige auch noch. Fußsoldat nehmen wir mit, Scharmützler nehmen wir mit, die Bauerfrau nehmen wir auch mit, Banditen werden erschossen. Die lassen wir definitiv nicht raus. Die werden sich auch nicht das Bürgerrecht erkämpfen können, indem sie eine Armee dienen. Das gibt's bei mir nicht. Bandit ist Bandit. So.
Gibt es natürlich wieder Unstimmigkeiten über die Entscheidung, die ich getroffen habe, aber das ist mir egal. Perfekt. Wir haben die nächste Burg befreit. Und mit der großen Armee könnte ich eigentlich auch hier Richtung, wie heißt sie? Kelredan. Richtung Burg Kelredan ziehen. Das mache ich auch gleich. Ja, das gebratene Schwein, das könnt ihr gerne behalten, könntet um schön feiern. Für die Wegzehrung ist es eher ungünstig. Mal ein paar Truppen rekrutieren. Solange es geht. Hier können wir nach Burglen. Wird vielleicht auch noch mal schauen, ob irgendwelche Soldaten was gelernt haben. Leider haben sie nichts gelernt. Oh ja, das wird echt gut, wenn wir jetzt noch Kelredan kriegen. Dann können wir so ganz allmählich hier den Norden peu à peu abknapsen von den Feinden. Suno könnte als nächstes dran sein, dann Praven. Dass wir die großen Städte haben. Oh ja, das wird gut. Das könnte mir gefallen. Rekrutieren. Ach kommt. Verbrecherbande. Exekutionskommando. Artillerieduell. Was? Ich treffe schon wieder nicht. So. Ja, die treffen zwar schon, aber die Waffen machen keinen Schaden. Also es ist wirklich nur eine Zielübung für mich. Und einen haben wir noch. Perfekt. Also nochmal in Burglen nach ein paar Freiwilligen fragen. 8 Stück kommen mit. Das ist gar nicht schlecht. 8 Stück. In Chide könnte ich auch noch kurz auftreten. Allerdings werde ich erstmal Kleti befördern. Sie hat so hart gekämpft, dass sie eine Beförderung verdient hat. Kriegt auch noch eine Eisenschwarte. Und natürlich das Werfen wird geübt. Was? Mehr geht nicht. Ich glaube, dann kämpft sie langwaffenmäßig. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Und die anderen haben natürlich auch ihre Beförderungen verdient, damit wir recht schnell zu einer doch schlagkräftigen Truppe kommen. So, schön. Da können wir dann die letzten, nein, doch nicht alle fehlenden, sondern nur ein paar. In diesem Fall nur einen aufstocken. Fehlen uns dann noch 6, genau 6. Das ist auch eine Burg, die machbar ist. Mit 116 sind ein paar Schwächlinge dabei, wenn man es so sagen darf. Also, Burg belagern. Wir geben ihm nochmal die Chance. Habe ich ja nicht erwartet, dass sie darauf eingehen. Ja, dann bauen wir einen Belagerungsturm. Und das ist immer das Schlimme dabei, wenn wir wirklich so einen Belagerungsturm bauen müssen. Das dauert ewig. Ja, oh ja, ganz schön viele Erfahrungspunkte gekriegt. Das heißt, wir haben recht viele Anfänger dabei. Oh, die haben die Burg oder versuchen die Burg zurückzuerobern. Na gut, bis morgen warten müssen wir noch. Also wir müssen diese Burg hier erstmal angreifen.
Und im Nachhinein gehen wir dann wieder zurück und versuchen uns die Burg wieder zurückzuholen, die er uns gerade versucht wegzunehmen, die einst seine war. Naja, eigentlich nicht dem Sultanat, sondern die gehörte einst Rodok. Aber es ist ja egal. Es geht ums Prinzip. So könnte ich jetzt natürlich auch die Burg schützen, die er versucht einzunehmen. Aber nein. Wir brauchen ja noch ein paar Kriegsgegner. So, und jetzt können wir gerade den Angriff starten. So, hier stehen überall Schildträger. Das heißt, wir können kaum richtig reinschießen. Kurz, behaupte ich jetzt mal so dreist. Ja, der war besser. Um einiges besser. Aus der Entfernung einen Kopfschuss zu schaffen, ist gar nicht mehr so einfach. Nicht, dass er jetzt bewusst dahin gezielt war. Ich war jetzt eher froh, dass ich überhaupt den Gegner getroffen habe. Zu weit, so. Ja, das war zu weit. Ja, besser getroffen. Nein. Entweder habe ich in die Mauer geschossen oder er war nicht hoch genug. Wahrscheinlich beides. Jetzt treffe ich. Besser. Jetzt nicht mehr. Es steht immer weiter hinter der kleinen Mauer. Neuer Versuch. Nein, ich treffe ihn einfach nicht mehr. Gut, genug daneben geschossen. Kümmern wir uns da außen um den. Halt schon vom Sockel. Jawohl, Dankeschön. Ja, nochmal getroffen. Diese Bogenschützen sind echt lästig. Das war viel zu niedrig. Viel zu niedrig. Okay, das hat gerade so gereicht. Das hat auch gereicht. Und der sollte dann endlich den Schlusstreffer machen. Perfekt. Wir stellen uns jetzt noch kurz auf den Turm und versuchen von da aus unsere Leute zu unterstützen. Hauptsächlich gegen Bogenschützen, weil in den Nahkampf ballere ich nicht so gerne, da treffe ich nämlich hauptsächlich meine. Oben auf dem Burgfried steht keiner, das ist schon mal gut. Ach, dass wir immer das Schild noch rechtzeitig nach vorne kriegen. Ups. So, ausgezeichnet. Hier kann ich jetzt frei ballern. Dann haben wir da auch noch einen.
Und dann gibt es hier unten die Verstärkung, die eintrifft. Ach verdammt, dass sie nie so laufen, wie ich sie gerade anvisiere. Du weißt ja nur mal wieder, dass ich keine Ahnung von Laufwegen habe. So, dich hätte ich jetzt auch gleich weggeschossen. Perfekt. Schnell mal den feindlichen Reihen ausdünnen, wenn möglich. Oh, da ist noch einer. Oh, wo kommt ihr denn her? Unfair. Wir fallen einfach in den Rücken. Uff. War ja fast schon knapp. So, aufhören. Und das war's. Na endlich. Ausgezeichnet. Ja, das ging eigentlich ganz gut. Bin recht zufrieden mit der Leistung. Würde nicht sagen, ich wäre stolz, aber ich bin zufrieden. Nehmen wir den Roddock Armbrustschützen mit. Ich könnte hier noch den Roddock Scharfschützen und den Sergeant mitnehmen. Veteran, Fußsoldat, das geht auch noch. Boah. Bogenschützen kann ich gebrauchen. Ja, den Scharmützler und den Fußsoldaten. So, die restlichen dürfen dann nach Hause gehen. Viel Glück beim nächsten Mal. Wieder eine Burg. Immer schön bedenken, das ist nur eine Burg, die kann ich abgeben. Es hat jeder ein Lehen. Entweder eine Burg oder ein Dorf oder eine Stadt. Verdammt! Ich will meine Stadt zurück. Ja, du kriegst jetzt auch noch eine Burg. Dann, das passt schon. So, wir müssen jetzt wieder zurück. Da geht es nämlich heiß her. Wir verlieren nämlich diese Burg wieder. Das heißt, derjenige, der die Burg hatte, ja, dem müssen wir sie wieder zurückgeben. Wird auch relativ einfach sein. Achso, der hängt sich lieber an uns dran, als statt aus freien Stücken da helfen zu gehen. Aber das könnten wir alles noch schaffen. Ach, ein Tick zu spät. Na gut. Ja, die Verteidigung ist noch nicht so wirklich da. Und das hier ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, dass alle abhauen. Unsere Truppen sind noch nicht so weit, gegen voll ausgebildete Soldaten anzutreten. Da stimmt die Taktik noch nicht so. Ich bräuchte einfach eine zahlenmäßige Ausgeglichenheit über dem Feind. Oder den Vorteil, dass ich in der Burg sitze und er angreift. Das hatte ich ja schon mit dem anderen König gehabt. Perfekt. Er war so blöd und hat einen aus der Nähe angegriffen. Und jetzt wird er auseinandergerissen. Da kommen wir doch gerne zu Hilfe.
Und jetzt sind wir zahlenmäßig fast 2 zu 1 überlegen. Ups, die Folge wird länger, ich gebe es zu. Macht nichts, aber das wollen wir doch mal noch erleben. Zumindest die erste Schlachtenreihe. So, die vorne kommen nochmal zurück. Wir machen hier ein Mir nach. Position halten. Infanterie. Nein. Position halten. Das ist die Infanterie. Kavallerie. Ich habe ein Pferd erschossen, angeschossen. War jetzt nicht genau das, was ich wollte, aber. Gut. Muss ich mitleben. Wunderbar. Ich werde hier noch kaum angegangen vom Feind. Er bemüht sich eher, meine Truppen niederzumachen, als mich daran zu hindern, seine Truppen niederzumachen. Jetzt kommen sie. Jetzt werden sie mehr. Aber im Prinzip keiner von denen wirklich stark. So, und jetzt kann die Kavallerie loslegen. Also unsere eigene natürlich. Reiten wir den Feind in Grund und Boden. Ha! So hat das Sinn, einfach durch die feindlichen Reihen durchreiten und nach Möglichkeit jedem von ihnen eins mitzugeben. Ach komm schon, bleib mal stehen. Oh, das war nicht so gut. Wenn so jemand auf euch zureitet, Leute, Schilde hoch. Das hilft ungemein. Das habe ich euch gesagt, Schilde hoch. Was macht ein Bogenschütze vorne in der ersten Reihe? Schon wieder diese Zuweisungen, die nicht stimmen. Hinfort mit euch, Unholde. Perfekt, den haben wir auch erledigt. Sehr schön. Und wir warten jetzt noch auf die nächste Verstärkung, falls noch eine kommt. Ich glaube nicht mehr. Das war's. Sieg. Das wird dem feindlichen König nicht gefallen. Wie waren die Verluste? 60 zu 100. So 2 zu 1 fast. Also eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Hier können wir jetzt mal Stellung halten. Und warten mal ab, bis der Feind herkommt.
Naja, die Zeit wird sowieso massiv überschritten. Machen wir es anders. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Der Feind ist ja noch nicht da und sehen uns in der nächsten Folge mitten in der Schlacht wieder. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.